Am nächsten Morgen ist ein schöner Tag. Es scheint die Sonne und es wird wieder warm. Ming und Rainer sind zu einer größeren Bergtour Richtung Vulkan Laima aufgebrochen. Aber dazu später. Da ich von vergangener Woche noch stark erkältet bin, war mir das zu weit. Ich will deshalb allein durch den Nationalpark in nördlicher Richtung hindurchfahren und mir die Araucarienwälder anschauen. Araucarien sind gewaltige Bäume, die bei uns in freier Natur nicht vorkommen. Sie können sehr alt werden. Sie nehmen aber erst mit zunehmendem Alter ihre typische Gestalt an. Der Weg ist teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Große Löcher lassen das Fahren nur im Schritttempo zu. Nach dem Nationalparkeingang auf der Nordseite lichtet sich der Wald.
Ich bin wieder auf dem Campingplatz angekommen und genieße die warme Sonne. Das geht den Wärmeliebenden kleinen Eidechsen offensichtlich genauso.